Das ist FC Winterthur TV. Herzlich willkommen. In der Geschäftsstelle, genauer gesagt in der Haldengutbar, treffe ich mich mit dem Patrick Kramer, dem neuen Trainer vom FCW, und dem Silvan Sidler. Er ist von Bielefeld zurück in die Schweiz gekommen, zum FCW mit Vergangenheit beim FC Luzern. Luzern ist der Auftaktgegner am Samstag um 20.30 Uhr. Ihr könnt da euch auch aufhalten in dieser Bar, wenn ihr Supporter werdet vom FCW. Patrick Kramer, Saisoneröffnung gegen FC Luzern. Wie parat ist die Mannschaft? Ja, ich denke, wir sind bereit. Wir haben jetzt die Vorbereitung optimal genutzt. Natürlich gibt es noch Sachen, wo man sich wünschen würde, dass man noch weiter ist. Da hat man noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Aber die kurze Zeit, wo wir zusammen ist, haben wir die neuen Spieele können integrieren. Ich habe mich können einleben und wir haben an der Ausrichtung können feilen und wir haben gute Testspiele gehabt. Also von dem her sind wir für den Moment bereit und natürlich müssen in den nächsten Wochen weitere Entwicklungen stattfinden. Das ist ja klar. Aber ich glaube, das haben jetzt sowieso auch alle Vereine, also der FC Luzern. Unser morgiger Gegner wird da wahrscheinlich das genau Gleiche sagen. Also ausrichtig feilen, sagst du, wie genau feilen wir und wie fein feilen wir? Ja, ich glaube, es geht vor allem darum, dass man die Stärken, die man letzte Saison auf den Platz gebracht hat, dass man die auf keinen Fall verlieren. Dass eine gesunde Basis gegen den Ball, ein gutes Fundament muss vorhanden sein, dass man ja, Automatismen, Abläufe haben gegen den Ball. Und auf der anderen Seite natürlich, das habe ich schon mehrfach gesagt, dass wir selber auch mehr Spielanteile haben, dass wir mehr Kontrolle im Spiel haben, wenn wir den Ball haben, dass der Gegner auch muss gegen den Ball schaffen und dass wir das ein bisschen in ein anderes Verhältnis hineinbekommen und so auch versuchen, unsere Möglichkeiten zu kreieren. Aber natürlich wird nach wie vor auch ein guter Defensivblock im Umschaltspiel, denn wenn bei Ballerobung wird uns wahrscheinlich dann mehr Chancen, ja, werden wir mehr Chancen können kreieren, als wenn wir das selber im Ballbesitz machen können. Jetzt Neuzuzüge integrieren, hast du vorher gesagt, ohne jetzt Namen zu nennen, was bringen die für Qualitäten neu dazu jetzt in die Mannschaft? Ja, ich glaube, wir haben allgemein ein bisschen mehr Erfahrung reinbekommen, dann haben wir vor allem auch Breite bekommen, also dass auch ein Spieler, der mal ausfällt, dass man gleichwertig ersetzen kann. Ich glaube, wir sind immer noch so unterwegs jetzt, dass die Teams, die letzte Saison vor dem FC Winterthur waren, dass wir dort ein bisschen näher gekommen sind, aber sicher nicht überholt haben. Ich glaube, da, so weit sind wir dann noch nicht. Das ist jetzt ja, die Aufgabe von mir, vom Staff, mit der Mannschaft zusammen, diesen Prozess so zu haben, dass wir immer näher kommen und vielleicht irgendwann auf Augenhöhe sind. Aber jetzt im Moment, glaube ich, mit dem Ausgabe vom Saisonziel auch, dass wir wieder sagen, wir wollen einfach den FC Winterthur in der Super League etablieren, wir wollen drinbleiben, dass das einmal vordergründig ist. Und alles andere soll dann Schritt für Schritt gehen. Du bist ja Februar 2016 bis Januar 2018 als Assistenztrainer beim FC Luzern unter Markus Babbel gewesen. Was zeichnet der Club aus? Ja, am Schluss hat dann gleich der grosse Zusammenhalt, ja, wenn sich es nicht so einig ist. Aber der FC Luzern ist auch eine Institution dort in der Schweiz und das merkt man einfach überall, wo man auch ankommt. Und eben auch wenn sich ich sag mal, die Entscheidungsträger nicht so einig sind, am Schluss hat man dann gleich zusammen. Und ja, es ist klar, es ist ein etablierter Verein, ein Traditionsverein mit einem neuen Stadion, wo jetzt sicher noch dran ist, sich an der Spitze zu etablieren. Ich glaube, Luzern hat sich auch wieder ein bisschen breiter verstärken auch. Und aufgrund von der letzten Saison, wenn das so mit der Ausrichtung weitergeht, ist sicher gut möglich, dass sie die Saison ganz vorne können mit angreifen. Wenn man ein bisschen schaut, so, seit deiner Zeit hat der FC Luzern extrem viele Junioren in die Mannschaft einbauen. Jetzt sind sie an der Spitze in der Schweiz und sie holen auch sehr viele Spieler aus der Challenge League und dann ergänzt mit anderen Spielern. Was macht die Mischung aus? Ich glaube, im Nachwuchsbereich hat man in den letzten Jahren sehr gut geschafft. Das ist selbst vor 6 Jahren, als ich noch dort war, schon dort hat man gemerkt, dass dort sehr gut im Nachwuchsbereich geschafft worden ist. Ich habe dort auch immer wieder Kontakt mit Jerry Serrano, der damals noch U21 hatte, oder mit Michel Renkli, der U18 hatte, mit dem Sportchef vom Nachwuchs, mit dem Jenny Colatrella, da ist wirklich etwas ist zusammengewachsen dort, wo sie jetzt dann natürlich können profitieren können. Ich habe das auch letztes Jahr natürlich können beobachten, als U21-Nationaltrainer, dass sehr viele Spieler, interessante Spieler nachkommen in den nächsten Jahrgängen.
Und ja, das sehen wir auch in der ersten Mannschaft, dass sie dort sehr breit aufgestellt sind, jetzt mit jungen Spielern, wo sie eigentlich gar nicht für alle Platz haben. Und auch, ich glaube, auch das machen sie sehr gut, dass sie die Spieler dann auslehnen tun, schauen, dass sie Spielpraxis haben und dann auch wieder zurückholen oder teils eben direkt integrieren tun. Also da sind sie sehr gut aufgestellt. Jetzt sorgt der FCL immer wieder neben dem Fußballplatz für Schlagzeilen, gerade jetzt wieder, in den letzten 2-3 Tagen. Was hat das für einen Einfluss jetzt auf das jetzige Spiel, dass Yashar jetzt nicht mehr Captain ist und nicht im Aufgebot ist gegen Winterthur? Ja, ich glaube nicht, dass das so einen grossen Einfluss hat. Also, ich meine, sie haben eben Neuzugänge, sind auch wieder breiter aufgestellt. Natürlich sind sie mit dem Yashari, wo Captain war, jetzt ist er so nicht mehr. Und da wird sich dann auch weisen, wie sie das lösen werden. Ich glaube, das ist ihre Sache, das ist nicht unser Bereich, wo wir etwas dazu sagen müssen. Aber natürlich ist der Yashari ein sehr guter Spieler, der wichtig war in letzter Saison. Aber dass jetzt das auf das morgige Spiel viel Einfluss hat, das glaube ich nicht. Ich wünsche dir am Samstag um 20:30 einen guten Saisonanfang mit dem FC Winterthur und möglichst 3 Punkte. Ja, danke schon vielmals. Wir freuen uns auf das Spiel. Ja, wir wollen auf den Platz gehen, die Zuschauer gerade mitnehmen und von der ersten Minute bis zur letzten alles geben und dann nachher hoffen wir, dass wir die ersten 3 Punkte mitnehmen können. Danke vielmals, Patrick Rahmen. Silvan Siedler, herzlich willkommen bei FC Winterthur TV. Wie ist dein Wechsel von Bielefeld zum FCW zustande? Also, wir haben schon relativ früh ein Gespräch geführt. Also, sie haben schon relativ früh Kontakt aufgenommen zu meinem Berater. Das war im Frühling. Und dann haben sie angeklopft und haben gefragt, wie es aussieht, wie es im Sommer aussieht. Und meine Situation in Bielefeld war nicht so gut gewesen. Und dann ist eigentlich im Sommer dann relativ schnell sind die Gespräche vonstatten gegangen. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell eine Einigung erzielt. Und jetzt bin ich froh, dass ich da bin und freue mich auf die Saison. Genau. Du kommst aus dem Nachwuchs vom FC Luzern. Hast dort blau-weiß getragen. Das Bielefeld auch blau-weiß mit ein bisschen Schwarz noch drin. Jetzt ist es rot-weiß. Wie ist das da jetzt mit rot-weiß statt blau-weiß? Also, mir gefällt rot-weiß. Und natürlich auch wie der Schweizer Nazi habe ich einige Mal rot-weiß tragen. Und das waren natürlich sehr schöne Erlebnisse gewesen. Auch auf der Schützenwiese habe ich dazu mal ein Spiel austragen gegen Georgien. Und da war eine super Atmosphäre und hat Spass gemacht. Genau. Du hast 14 Mal für die U21 gespielt, ein Goal geschossen. Was war das spezielle Highlight gewesen, damals? Damals sicher die EM, die wir gespielt haben. Leider unter nicht so schönen Bedingungen wegen Corona. Es waren leider keine Fans in den Stadien dort. Aber das Erlebnis selber war super, weil wir eine super Mannschaft hatten, super Team-Spirit. Und es hat wirklich Spass gemacht. Ja. Jetzt ist ausgerechnet der FC Luzern der Eröffnungsgegner in dieser Saison. Was bedeutet das emotional für dich? Ja, das ist natürlich schon speziell. Ich als Luzerner, Luzerner Jugendliche, der dort eigentlich von der U15 in der Erstmannschaft alles durchlebt hat. Und ich freue mich sehr. Viele Gesichter, die ich kenne, auch der Trainer ist noch der gleiche. Aber natürlich haben sich auch sehr viele Spieler verabschiedet von Luzern und es hat neue Spieler gegeben. Aber als ich wusste, dass Luzern kommt, auf die Schütze, habe mich sehr gefreut und ist eine super Atmosphäre, super Begegnung. Ja. Jetzt, du bist in Affolter am Albis geboren. Meine Frage ist, ist der Albis zu hoch gewesen, dass es auf Schwammendingen gelangt hat, zum FCZ in die Junioren oder auf Niederhasli zu GC? Was hat dazu geführt, dass du zu Luzern gegangen bist? Für mich ist dazu mal andere Gründe sind ausschlaggebend. Mein Grossvater war Präsident beim Esterstein-Hausen, das ist im Kanton Zug. Und dann bin ich in diese Richtung gegangen und dann bin ich dann weitergezogen auf Luzern und dann ist das eigentlich so verstanden gegangen. Du hast ja unter anderem im Nachwuchs mit dem Gerard de Seane zusammengearbeitet. Also er war dein Trainer dort in der U21. Bist dann 2017 gegen St. Gallen das erste Mal in der ersten Mannschaft aufgelaufen für den FC Luzern. Damals ausgerechnet noch unter dem Patrick Kramer als Assistenztrainer. Wie war das jetzt im Nachhinein für dich?
Ja, es waren natürlich sehr schöne Erlebnisse gewesen, weil dazumal, sie haben mich eigentlich zum Profi gemacht, sie haben mich ins Eis raufgeholt. Ich habe natürlich dort noch relativ viele U21 gespielt und habe dann plötzlich die Chance bekommen, in der Super League mein Debüt zu machen. Und wir haben dazumal gewonnen und es war ein sehr wichtiges Spiel gewesen. Und ja, ich war überglücklich gewesen, dass ich meinen ersten Schritt machen durfte unter Patrick Rahm und Markus Ball. Genau. Dann hast du auch Mannschaftskollegen gehabt, wie jetzt zum Beispiel Jonas Omlin oder Ruben Vargas, die jetzt eine Karriere im Ausland gemacht haben. Wie ist das im Nachhinein für dich, mit denen gespielt zu haben? Ja, also ich verfolge es natürlich sehr genau, was sie machen. Und ich habe mega Freude, dass sie es in die Bundesliga geschafft haben, dass sie Stammspieler sind dort. Und ja, also ich bin es wirklich am Verfolgen. Und ich habe letzte Saison bin ich auch einmal Dortmund gegen Gladbach schauen. Leider war der Jonas verletzt dazumal. Aber ja, ich verfolge es und ja, es interessiert mich auch. Jetzt beim FC Winterthur hast du eine Konkurrenz auf der rechten Seite. Zwei Spieler, die dich konkurrieren. Wie siehst du den Konkurrenzkampf? Also Konkurrenz gibt es überall, also das ist normal. Schlussendlich muss jeder Spieler für sich schauen, jeder Spieler muss sein Bestes geben und dann schlussendlich tut der Trainer entscheiden. Und ich glaube, das pusht einfach auch jeden Spieler nochmal mehr zu geben, nochmal einen Meter mehr zu machen. Und ich schaue positiv auf den Konkurrenzkampf. Ja. Und was würdest du als deine speziellen Qualitäten bezeichnen als Rechtsaußenverteidiger? Ich denke, meine physischen Kapazitäten nach vorne. Ich denke auch, dass ich einen guten Pass kann spielen in die Tiefe. Und ich denke auch, dass ich auch schon das ein oder andere Weitschuss-Goal gemacht habe. Und ich hoffe, dass ich das auch auf der Schützenwiese zeigen kann. Ja. Was sind deine sportlichen Ziele jetzt in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren? Klar, ich komme aus nicht ganz einer einfachen Situation von letztem Jahr. Ich probiere jetzt wirklich Step by Step, Match für Match das Beste abzurufen und ich probiere einfach möglichst viele Minuten zu sammeln, möglichst viel Erfolg haben mit der Mannschaft. Wir probieren möglichst gut zu starten, viele Punkte zu holen, das ist das Ziel und dass wir als geschlossene Einheit ja, gute Spiele machen. Und private Ziele, wie sind die? Die privaten Ziele sind, sich möglichst schnell einzuleben. Ich habe jetzt auch schon eine Wohnung gefunden und die Wege sind kurz in Winterthur und das gefällt mir sehr, dass ich schnell beim Stadion bin, schnell in der Stadt bin, dass ich mit den Mannschaftskollegen kann, mich verknüpfen, mich kann treffen und dass ich einfach auch vor Ort bin und nicht irgendwie muss pendeln oder ja, dass ich, genau. Wer aus der Mannschaft, der ehemaligen Luzerner Mannschaft von 7-18, wer hilft dir da am meisten? Arnold, Schmid oder genau, Rodriguez? Das sind genau die, die ich von früher schon kenne und ich auch genau, immer wieder Kontakt hatte in den letzten Jahren. Und das ist sehr hilfreich natürlich. Und ich kenne auch sonst schon ein paar Spieler und das ist natürlich immer gut zum Einleben, wenn man schon gewisse Anhaltspunkte hat oder gewisse Personen man kennt. Dann wünsche ich dir da viel Erfolg in Winterthur, viel Freude auch und einen hochemotionalen Einstieg in die Saison gegen den FC Luzern. Danke vielmals. Merci vielmals. Ich freue mich. Danke.